Okay, das darf mir nicht nochmal passieren, nochmal zu sterben. Diesmal nicht. Diesmal gleich zur Brücke. Und dann damit rechnen, dass mich jemand angreift. Da hinten waren die Kühe. Oh, das darf ich nicht vergessen. Okay, 4 Stück haben wir schon gefunden. Dann jetzt über die Brücke und da vorne auf der Hut sein. Vor dem, was mich da erwartet. Alter Hof, okay. Das war eine Magierin, ne? Dann sollte ich vielleicht mal. Ja, ein Panik haben wir auch. Kostet 30. Rage. Segen des Lebens. Ein Sog aus dunkler Macht. Der 7 Punkte Entropie-Schaden verursacht euch allerdings ebenfalls Lebensenergie kostet. Ach, herrje. Also Panik finde ich ganz gut, wobei das durchaus auch höhere Ränge sein können, die uns da begegnen. Oh, erhöht Rüstungswert. Und Lebensabsorption? Absorbiert 3 Punkte ist nicht viel. Leben entdecken. Nee, ich nehme meinen Frosthauch haben wir auf. Wo ist mein Geisterwolf? Ich nehme meinen Geisterwolf dazu. Der kostet zwar ziemlich viel Mana. Dann lasse ich den magischen Schild und nehme noch den Geisterwolf dazu und dann versuchen wir es mal mit Magie. Warte. Oh, da ist sie schon. Eine Wildmagierin. Okay, das Schild funktioniert, aber momentan passiert ja sonst gar nichts, ne? Ich brauche jetzt tatsächlich wieder alles. Festigen. Feuerwiderstand. Was macht sie? Sie macht Eis. Haben wir was gegen Eis? Das ist zu viel des Guten. Mana auf jeden Fall. Haben wir irgendwas gegen Eisschaden? Oh, verdammt. Magie widerstehen. Verursacht 3 Punkte Giftschaden. Weiß ich nicht. Wo ist denn jetzt mein Wolf? Verdammt nochmal. Nein. Ach, Mensch, bitte nicht. Das ist für die Ausdauer. Mana-Pilz können wir auch den nochmal essen. Oh Mann, bitte jetzt nicht sterben. Bitte, bitte nicht nochmal sterben. Oh, Genesungstrank. Der bringt zu verdammt wenig. Weiß ich nicht, momentan geht's noch. Noch bereue ich's nicht. Okay, das war's. Was hat sie denn? Flammenstab, Lederschuhe, verschlissene Robe mit Mana regeneriert 10 Punkte schneller. Okay, nehmen wir alles mit. Wir tragen zu viel. Oh nein. Hast du fein gemacht. Oh, wir tragen schon wieder zu viel. Es wird Zeit, dass wir was verkaufen. Vielleicht finden wir auch drinnen noch irgendetwas. Wir haben aber schon alles.
Komm, die alte Robe bringt gar nicht so viel. Ich schmeiß die mal weg. Die bringt zwar nur ein, aber... Und die bringt auch nicht viel. Dann schmeiß ich das eben weg. Und dann gucken wir mal eben, was die Gute da drin getan hat. Das scheint ja auch ein verlassenes Haus zu sein. Finden wir hier irgendetwas? Hat das einen Grund gehabt, dass sie hier drin ist? Oder hat sie sich nur versteckt? Eine Truhe. Schön. Aber auch da wieder zu viel. Können wir irgendwas in die Truhe reinlegen? Was nicht so viel Wert hat. Das hier vielleicht. Ablegen, ablegen. Dann haben wir 353. Ausdauer. Für 8 Punkte legen wir ab. Komm. Und jetzt gucken wir nochmal rein und jetzt habe ich das, was ich abgelegt habe, wieder reingelegt. Das ist, ich muss mich da erst noch dran gewöhnen. So, pass auf, das war auch nicht so viel, ne? Das können wir ablegen. Können wir ablegen. 355, okay. Was haben wir hier? Erinnerungsbuch. Noch ein Genesungstrank. Oh, Bauplan Eisenschwert. Jawohl. Den Geisterwolf, den haben wir ja schon. Wir können den schon, aber wir könnten es verkaufen. Ah, ich mag den Geisterwolf. Ich mag den total. Die kennen wir alle schon tatsächlich, ja. Das ist schade. Erinnerungsbuch, können wir das lernen? Ja, einen Erinnerungspunkt haben wir erhalten. Okay. Immer noch zu viel. Ach, Mensch. Ja, dann lege ich es tatsächlich in die Kiste. Dann habe ich wenigstens noch die Möglichkeit, mir das nochmal wiederzuholen. Na komm schon. Was ist das? Was war das eben? Hier war eben noch irgendetwas. Aber was? Ach so, die Eisenschuhe. Alles klar. Was können wir denn jetzt eben nochmal da reinlegen? Irgendetwas, wofür wir auch nicht viel kriegen. Hier die Vagabundenkapuze zum Beispiel. Die können wir da reinlegen. Und die Vagabundenkluft. Und die hier. Viel zu schwer. Viel zu schwer. So. Gut. Ist hier noch irgendwas? Salz. Nehmen wir mit. Okay. Kommen wir denn hier jetzt irgendwo in das Dorf, was wir suchen? Wir werden es sehen. Ich hoffe ja. Ah. Achso, nee, das ist. Ich dachte, das wäre schon wieder irgendetwas. Was uns Böses will. Okay, die Ausdauer nicht zu sehr. Belasten. Wer steht da vorne? Wie dicht sind wir jetzt? Rennen wir jetzt daran vorbei? Wir rennen in die verkehrte Richtung. Sind jetzt aber relativ da. Oh nein, wir rennen komplett in die... Ich muss eigentlich einmal... Ja, ja, rotzt ihr mal rum. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Nein, ganz bestimmt nicht. Ich renne genau in die verkehrte Richtung, verdammt nochmal. Oh, da hat es meinen Wolf erwischt. Aber wir können keinen Ektoplasma aufsuchen. So, dann bin ich doch komplett in die falsche Richtung gerannt. So ein Mist. Ist das das? Genau das? Ja. Also müssen wir doch eher den Kühen nachgehen. Da hätte ich mal drauf achten sollen. Ich dachte, hier geht das weiter. Zum Dorf. Gut. Nein, immer den Kühen nach. Ja, ihr seid süß. Ich mag Kühe. So, komm. Na komm, das kriegen wir hin. Jawohl. So.
Windwurz eingesammelt, sehr schön. Gut. Okay, und jetzt siehst mal dem Pfeil nach. Im Dunkeln ist hier doch ziemlich. Unklug zu laufen. Ach, da unten geht's weiter. Da ist eine Kerze. Oh. Ein Grabstein. Da oben. Ach, jetzt komme ich hier nicht mal eben so weg. Ja, der Schild, der nützt mir herzlich wenig. Der hilft mir zum Schutz, aber der hilft mich nicht. Wie wäre es denn mit Flammenstoß? Jetzt habe ich nur den Wolf weggepackt, ne? Jawohl. Also Flammen gegen Küstenpirscher scheint hervorragend zu sein. Nee, wollte ich nicht. Ich wollte den hier machen. Und dann kann ich gleich mal eben noch den Mana-Pilz nehmen. Wenn er nicht so viel bringt. So. Was ist hier? Komm schon hoch. Okay, Feuerschaden ist bei denen, glaube ich, jetzt sehr gut. Okay. Allerdings nützt mir das nichts, wenn ich keinen Mana mehr habe. Dann machen wir es jetzt eben so. Wow! Stufe aufgestiegen. Sehr schön. Was nehmen wir denn mal? Wir hatten jetzt Lebensenergie. Ich glaube, ich nehme nochmal Lebensenergie. Die Küstenpirscher sind leer. Ja, weiß ich auch nicht. Gehen wir da unten lang? Und ich müsste eigentlich... Ich stehe schon wieder komplett in der falschen Richtung. Hier geht's weiter. Ist hier ein Pfad? Da ist ein Wagen. Und ich weiß, ich müsste einmal. Meditieren. Ein Zweihänder lässt sich schneller schwingen als eine Großaxt. Okay. So, das ist jetzt die Frage. Ich hatte beim letzten Mal tatsächlich jetzt den Magier aktiviert. Was wollen wir denn mehr? Arkane Macht? Ich glaube, ich konzentriere mich wieder auf den Krieger. Und ich glaube, ich kann das besser mit die Erinnerung der Disziplin Vandale verbessern euren Umgang mit Zweihandwaffen. Stufe 1, Zweihandwaffen verursachen 12% mehr Schaden. Stufe 2, verursachen 10% mehr Schaden. Gut. Das mache ich jetzt. Okay. Dann können wir weiter. Gut, ich dachte gerade. Nein, war gut. Alles in Ordnung. So. Wow. Okay, wir müssen anscheinend jetzt hier lang. Ich hoffe, dass das jetzt. Okay. Jo, dann pflücke ich mal die Falter hier von der Blume. Durch auf jeden Fall
Okay. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das ist schön. Prima. Ach, das ist nicht so gut. Hi. Ach, es ist ein Straßendieb. Doch. Ich kann nichts dafür, dass du zum Straßendieb geworden bist. Okay, die Vagabundenstiefel. Nein, brauchen wir nicht. Die Eisenhandschuhe. Nimm mich gerne mit. Streitkolben, Einhandwaffe. Nicht so wirklich. Kohlsuppe. Nimm ich gerne. Was ist da oben noch? Noch einer. Den Eisenhelm nehme ich gerne. Kriegshammer macht 16 Schaden. Und ist verdammt schwer. Was macht denn unsere Waffe? 9 Schaden. Und nehmen uns den Kriegshammer. Okay, den kann man auch gleich. Na. So, nochmal. Eisenkriegshammer und den auch bitte gleich auswählen. Gut, der macht wenigstens mehr Schaden. Achso, die haben sich hier extra was gebaut, um hier Leuten aufzulauern. Seelenfalle. Krankheitstrank. Man sieht momentan so. Ach, da oben ist das Dorf. Jawohl, da wollen wir hin. Ich hoffe, wir sind hier auf dem richtigen Weg. Vorher sollte ich vielleicht aber noch die Kohlsuppe essen. Kohlsuppe macht 5 und ein Kürbis. Gut, dann wenigstens so ein bisschen wieder Gesundheit aufstocken. Denn auf unserem Weg sind noch mehr Küstenpirscher, wie es sich anhört. Da ist er. Oh, die wollen mich umrunden. Das gibt's nicht. Auch nur hungernde Kreaturen, die überleben wollen. Aber das nützt nichts. Ich will ebenfalls überleben. Gesundheit füllt sich gerade da auf. Gut, wir wollen aber in die Richtung hier. So dicht vor dem Ort. Und dann haben die hier Straßendiebe und Küstenpirscher. Die leben aber sehr gefährlich hier in diesem Dorf. Hier einen offiziellen Zugang. Vielleicht kommen wir ganz von der falschen Seite. Das kann sein, aber ich nehme jetzt den direkten Weg. Sind das die Schweine, die hier diese Geräusche machen? Wahrscheinlich, ne? Sind wir denn hier richtig? Holzblock, nein.
Noch nicht ganz. Aber wir sind dicht dran. Anscheinend gehört das doch schon zueinander. Aber wir wollen ja jetzt mit Jeros Freund sprechen. Kurinoi Gazidor Maltalata. Madame? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Neues? Wo seid ihr die letzten Monde gewesen? Die ganze Stadt spricht doch nur noch von diesem verrückt gewordenen Magister. 15 tote Novizen, Mann, oh Mann. Dabei war er doch den Erzählungen nach so ein guter Mensch. Ja, vielleicht kommen wir dem ja noch auf die Spur. Ich meine, die Bücher, die wir finden, haben tatsächlich ja alle einen Bezug dazu. Arg, da geht's zur Hauptstadt.